Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Agathodo, beim Clan The Fighter Ü30. Ja, hier bin ich im Moment mit meinem R10er und ja, bist du mal einen Tag nicht da, da überrollen dich hier die Ereignisse bei Clash of Clans, aber ihr habt das ja sicherlich vorher schon gewusst. Es gibt natürlich Neuigkeiten, die Clan War Tools, also die sogenannten Kriegstools, haben hier Einzug gefunden und ihr müsst aber allerdings, um so ein bisschen Geschichte dazu zu erfahren, mal wieder den Client erstmal auf Englisch stellen, also in einem YouTube-Video, was ich euch auch empfehle, wird das Ganze nochmal in Wort und Bild erklärt, aber wir haben 4 Jahre Clan-Kriege und das wird hier natürlich bei Clash of Clans zumindest im englischen Client gefeiert. Und wenn wir einmal auf Read More gehen, dann sehen wir auch eine kleine Erklärung, including War Tools, und ich stelle den Client gleich auf Englisch, nur auf Deutsch, nur im Deutschen findet ihr diese News nicht, ja, sondern mal wieder nur im Englischen. Also vom 9. bis 12. April gibt es vierfach Clan-EP und vierfach Warlord, das ist auch sehr, sehr nett. Und es gibt, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, wenn ihr in den Shop geht, ihr könnt mal wieder etwas verschenken, also kauft euch Juwelen, beschenkt eure Member. Und es gibt ein bisschen oder ein paar Additional Updates, also Game Updates, das sind so kleine, aber feine Neuerungen. The Change Name Filter, Clan Chat and Personalized Shop Options have been moved to the new More Settings tab in the Settings Menu, okay? Die magischen Items sind jetzt etwas besser sortiert, das habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Ball-Segmente, also More-Segmente, zeigen nun an, wie viele Ringe man braucht für den nächsten Level. Man muss allerdings diese Ringe auch haben. Ich habe im Moment mit keinem meiner Accounts Mauerringe, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Und die Max-Truppen in der Bilderbase zeigen wieder das schöne kleine Flammen-Icon, wenn man sie auf Max hat. Und die Bilder-Potions können jetzt auch direkt aus der magischen Truhe benutzt werden. Das heißt also, wenn wir hier mal reingehen, das habt ihr sicherlich schon gesehen, es ist ein bisschen aufgeräumter, gar keine Frage. Das sieht auf jeden Fall etwas hübscher aus als vorher, dieses Rumgescrollen nach rechts oder nach links. Also gar nicht mal schlecht. Und bevor wir jetzt aber in die Kriegstools gehen, gehen wir einmal in den Search Friends hier. Oh, eigentlich hatte ich hier etwas in der Zwischenablage, habe ich auch, es ist der LOL vom Clan Mansfeld Südharz. Er ist bei mir, glaube ich, der Adam Clay und hat einfach mal gefragt, kannst du mich besuchen? Kann ich machen, mache ich jetzt auch. Du bist heute Morgen der 5., den ich besuche, dessen Dorf wenigstens steht. Also, der LOL ist mal gerade so ein Rathaus 8er hier. Das sieht man, glaube ich, so ein bisschen, dass die Lager hier noch hochgehen. Die finde ich ein bisschen ungünstig postiert, denn es gibt immer mal wieder welche, die brauchen kein Elex und kein Dunkles, aber Gold. Und die werden dich dann mit Sicherheit von der Seite hier angreifen. Also, ich würde das immer so ein bisschen versetzt lassen. Das heißt also, das Goldlager hier mit dem Elex-Lager tauschen oder vielleicht mit dem dunklen Pott tauschen. Je nachdem. Ich finde die Base aber erstmal gar nicht schlecht. Und man sieht das hier. Er ist gerade so ein Rathaus Level 8 geworden. Vor kurzem, denke ich mal. Hat immerhin schon so ein bisschen die Truppen teilweise hochpacker. Hat er sich schon freigespielt. Beziehungsweise auch die dunkle Kaserne schon erweitert gebaut. Für den Golem. Wunderbar. Und das sieht eigentlich ganz gut aus hier. Die Luftabwehren. Oh, die sind schon auf 6 hoch. Da hat er mal auf mich gehört. Macht erst die Luftabwehren hoch. Hat er getan und sieht wirklich gut aus. Labor läuft. Der Pott muss jetzt allerdings, glaube ich, ein bisschen höher, damit der Golem leveln kann. King hat er auch schon auf 10, also das Wesentliche hat er schon mal hinter sich gebracht. Echt gut hier. Base gefällt mir. Ich denke mal, er oder du bist zufrieden mit dem Account und wir sehen das hier auch 10er King. Die dunklen Zauber können natürlich noch gelevelt werden, aber es braucht ja auch alles seine Zeit. Er hat sich auf das Wesentliche konzentriert. Drachen und Hogs. Wunderbar. Super gemacht hier. Ich denke, es ist ein schöner Account und ein schöner Einstieg. Vielen lieben Dank dem Adam Clay, heißt er, glaube ich, bei mir. Und ja, ich wollte den Client ja auf Deutsch stellen. Halt, wo ist Deutsch, Deutsch, Deutsch? Hier. Hier ist Deutsch. Da ist Deutsch. So, jetzt lädt er einmal durch. Und dann werden wir auch
Ich bin hier aktuell im Klarkrieg, ihr seht das an der 2. Ja, und die kleinen, aber feinen Features gefallen mir schon mal ganz gut. Es gibt auch eine Sache, die gefällt mir nicht so gut. Also ihr seht das hier, hier liegen schon überall Briefe neben den Rathäusern und da stecken auch so Flaggen. Ich hatte erst Sorge, dass ich die 3 machen muss, denn wir haben hier gesagt, wir machen unseren Gegenüber. Der ist mir ein bisschen zu schwer und das ist uneffektiv, wenn man dann eine viel, viel zu schwere Base als erstes angreifen muss. Aber ihr seht das hier, hier hat schon mal jemand Notes hinterlassen. Finde ich sehr, sehr gut. Er hat geschrieben, er macht hier 2 Sterne, der Slizzer. Und er beansprucht im Moment das Ziel, glaube ich. Das sieht man an der Flagge. Ich habe jetzt auch mal einfach ein Ziel beansprucht, nämlich dieses hier. Okay, da steht jetzt irgendwas von mir drin. Toto, du Honk. Ja, aber man sieht das. Ich kann die Beanspruchung dann auch aufheben. Im Englischen heißt es Claim. Und dann ist die wieder freigegeben. Allerdings ist diese Beanspruchung nicht so ganz weg, denn eine Base, die schon auf 7 ist, kann ich immer noch beanspruchen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, du kannst immer nur ein Ziel beanspruchen, weil diese brauche ich nicht mehr beanspruchen. Ich kann sie natürlich noch angreifen, aber eigentlich ist sie ja schon down. Und das kann Supercell, kann man vielleicht wegmachen, indem man genau solche hier nicht mehr beanspruchen kann, aber man kann sie trotzdem noch angreifen. Wir werden aber in jedem Fall gleich diesen hier angreifen, das Major Live, mal wieder mit dem RH10er. Und bevor wir das aber machen, also das sind so die kleinen, aber feinen Tools und ihr seht das hier unten, es gibt 12.000 Bonus nur für die eine Base, wenn ich einen Stern schaffe. Und das geht natürlich in keine Clanbook dieser Welt rein, jetzt schon nicht. Und wenn man das zweimal macht, ihr seht das hier, die Schatzkammer fast gerade mal 12.000. Ich weiß nicht, ob Supercell darüber nachgedacht hat oder man kann hier jetzt gnadenlos überbuchen, keine Ahnung. Und hier im Shop, ja, hier passt es eigentlich ganz gut, das Paket. Bei meinem 11er passt es jetzt auch. Da war gestern ein Buch, Buch für zum King-Leveln, zum Helden-Leveln drin. Und mal wieder, ich hatte das glaube ich schon mal gesagt, Elex, 3 Millionen Elex. Das ist glaube ich seit heute Morgen oder seit gestern, habe ich da endlich 40.000 Dunkles und ein Heldenbuch drin. Also die Kombi passt wenigstens. Bevor wir jetzt aber, Toto, schon wieder zu lange gelabert, aber es gibt natürlich auch viel zu labern, muss ich diese Armee hier wegschmeißen und springe dann aufs Tablet und werde dort sicherlich einen Angriff machen. So, ich glaube, den nehmen wir mal mit. Der hat zwar jetzt nicht so super viel Ressourcen hier, aber ich kann sicherlich erstmal einen Angriff machen, um mich so ein bisschen einzustimmen, denn ich habe im Moment, ja, ich habe mal wieder so ein kleines zeitliches Problem. Ich habe gestern auch das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit es nicht geschafft, mit meinen RH9ern meine Angriffe zu machen. Denn ich war irre lange unterwegs, habe es dann so ein bisschen verpasst, eben mal die Packer und habe es dann ein bisschen verpasst, dass ich die Angriffe noch mit meinen 9ern machen muss. Habe ich sogar, glaube ich, ganz verpasst. Ich meine, einen Angriff habe ich sogar ganz verpasst hier. Oh, die muss ich nochmal. Ich glaube, die muss ich jetzt alle mal wütend machen, dass die jetzt endlich in die Mitte gehen. Jawohl, da gehen sie in die Mitte. Und ich würde sagen, jetzt muss ich mal eben gucken, wo ich meine Hawks durchheile. Ich glaube, die hüppeln hier noch hin. Da hinten sind meine Golems noch aktiv. Das sind Multi-Infernos. Okay, meine Clanbook will ich jetzt gerade nicht verbrauchen, denn das ist eine, die ich im Clankrieg gleich benutzen werde. Ja, das sieht, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Mal sehen, wie weit wir hier überhaupt kommen. Queen ist noch da. Okay. Ja, das passt so. Dann kann ich hier schon mal einen Lucky setzen. Der Bogenschützenturm ist da abgelenkt. Ja, wie gesagt, ich packe es im Moment zeitlich überhaupt nicht so richtig auf die Reihe zu kriegen. Deswegen habe ich mich mit denen auch rot gestellt. Und denn das ist mir ein bisschen lieber, als dass mich die Clans dann rauskicken, weil ich meine Angriffe nicht schaffe oder mache. Und das ist auch ein bisschen der Grund, dass es im Moment nicht so ultra und überlange YouTube-Folgen von mir gibt. Denn lieber ein bisschen was Kürzeres, was dann aber so ein bisschen zum Thema passt. Und aktuell passt natürlich das Thema hier die Clan War Tools, als dass ich hier irgendwas für euch hinlege. Und es passt so gar nicht zum Thema. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich glaube, den können wir aber aufgeben. Hier, den haben wir auf 85. Doch, das ist ganz in Ordnung. Ja, das einfach mal. Ich musste die Truppen loswerden, damit meine nächsten Truppen jetzt für den Angriff bereit sind. Und ich würde sagen, wir schieben hier mal King und Queen. Wir schieben die beiden mal an. Dann habe ich auch nicht so eine lange Wartezeit. Ich habe jetzt noch eine Stunde Schild. Und ich würde sagen, kurzer Cut. Dann sehen wir uns auf dem Tablet gleich wieder.
Jo, da sind wir jetzt auf dem Tablet und unser Gegner ist ein ganz schön rascher Bande. Ich glaube, das ist noch eine der normalsten Bases hier, die ich überhaupt finden konnte. Ich hab mir hier mal eben so ein paar Clankriegsangriffe angeschaut und da ist mir das so ein bisschen aufgefallen. Da habe ich gedacht, ah, das kannst du den Leuten ja gar nicht zeigen hier. Ich glaube, dieses ist noch eine der relativ normalen Bases. Allerdings hat diese Base hier kein oder hat keine Infernos und eine Base, die da drunter ist, hat dann komischerweise wieder ein Inferno, aber hat dann irgendwo so ein paar Tesla-Spulen auf Level 1 da rumstehen und und. Also ganz, ganz komischer Clan, gegen den wir hier spielen müssen. Aber wir sehen hier den Blue Devil gegen den Zeus. Auch nicht schlecht. Blue Devil gegen den Gott. Und macht er hier aber ganz gut. Unterstützt mit Hox, also so eine kleine Kombi aus Walküren. Also erstmal ein Go, wie heißt das Go? Govi war, ein Govi war, nee, ein Govi, also Golem, Witches und Magier. Unterstützt das Ganze dann noch mit Hoxie im Finish. Hat er gut gemacht, hier glaube ich. Sah zumindest so aus, als ist das hier ein schöner Angriff, schön über die gesamte Fläche hier reingekommen. Und jetzt wird hier nur noch rechts und links abgeräumt. Okay, ja, ich bin gleich mal gespannt. Ich greife das erste Mal überhaupt. Auch wieder mit dem Zehner live in einem Clankrieg an. Es kann entweder nur total daneben gehen oder es wird halt was. Ich weiß es noch nicht. Im Moment muss ich sagen, bin ich clankriegsmäßig mit meinem Elfer und mit meinem Zehner nicht so in der Spur. Muss ich ganz klar sagen. Da war ich auf jeden Fall beim Clan Tirol etwas besser und auch mit dem Elfer bei Bethesda etwas besser. Also das werdet ihr diese Woche auch noch sehen. Das habe ich schon vorbereitet. Aber wir hatten uns ja eine Base hier markiert, nämlich diese hier. Also wir gehen hier noch mal rein. Toto, du Honk. Ja, mal gucken, wie honkig ich bin. Mal sehen, ob meine Truppen jetzt fertig sind. Das ist die Armee, die ich mir gebaut habe. Sieht auch ganz komisch aus. Ich weiß. Aber wir gehen jetzt einfach mal in die Base rein und gucken uns die Base kurz einmal an. Ich habe es mir ja schon öfter angeschaut und ihr seht das hier. Das Einzige, was mich hier ein bisschen beeindruckt, sind natürlich die Infernos, die auf Max Level hier sind. Der Rest ist hier eine Base. Anders kann man es nicht sagen. Und ich würde sagen, wir gehen auch in diese Base rein. Und ich muss jetzt mal eben überlegen. Ich habe einen Riesen, ich habe einen Päcker. Jawohl, so kann es gehen. Und ich habe so ein paar Heiler dabei. Okay. Dann geht das jetzt mal los. Ich wollte eigentlich mit ein paar Bowlern hier hinten starten. 1, 2, 3, 4. So, zwei Bowler hier hinter. Und jetzt wollte ich hier mit meinen Riesen reinkommen und den beiden Loons. Das Ganze machen wir auf der Seite auch. 1, 2. So, der Loon, na, schafft er das noch? Ja, der schafft das in jedem Fall noch. Dann kann ich nämlich jetzt hier meine Riesen rausholen, meine Mauerbrecher, mein Päcker, den hier raus, Bowler raus. So, die müssen jetzt eigentlich hier in die Mitte marschieren. Das machen sie auch. Da kommt springen, springen, springen. Da springen sie. Da kommt die Clanburg. Die muss ich in jedem Fall giften. Und ich muss hier weiter mit Wut in jedem Fall durch. Ja, das sieht noch ganz gut aus, glaube ich. Das sieht noch ganz gut aus. Jetzt kommen die natürlich in die gefährliche Phase hier hinten. Hier heile ich mal durch. Und da müssen die jetzt voller Wut hier durch. Na komm, mach den Inferno da weg. Oh, der muss. Jawohl. Der King schafft den Inferno hier. Wie sieht es eigentlich rechts und links aus? Okay. Das ist noch ganz okay hier rechts und links. Oh, hier geht es nicht weiter. Da muss ich ein bisschen unterstützen. Die brauchen da ein bisschen zu lange, habe ich das Gefühl. Und King und Queen gehen da durch. Hier tanken die Riesen. Ja, kleiner Chaosangriff mal wieder. Muss ich denn meine Queen jetzt eigentlich schon zünden? Nee, muss ich noch nicht zünden. Wir haben noch 1 Minute 28 Zeit, haben aber auch noch ein bisschen was an Defense zu machen. Hier auf der Seite ist das in Ordnung mit Heiler noch in Unterstützung. Und hier unten, ja, da tanken meine Riesen. Ah, ich habe kein Gift mehr. Okay. Aber ich glaube, das wären 3 Sterne. Ich glaube, das werden mal 3 Sterne. Das sieht zumindest ganz, ganz hart danach aus. Ist 1 Minute noch. Oh, hier ist noch ganz schön viel offen. Aber ich glaube, ich habe die Ecken. Habe ich auf jeden Fall weg. Das sieht ganz gut aus. Ja, das kann ich in jedem Fall laufen lassen. Ich darf nur meine Queen gleich nicht vergessen. Die zünde ich gleich in jedem Fall. Dann habe ich auch noch mal mehr Mitspielerinnen mit auf dem Feld. Und
die wird jetzt zwar schon beschossen hier, ich zünde sie jetzt auch schon. Dann habe ich nämlich noch die kleinen Bogenschützen hier mit im Feld. Ich muss nämlich noch ein bisschen Cleanup machen hier. 41 Sekunden, die rücken da oben so, oh, so eben nach. Ja, ist klar, dass da noch eine Bombe liegt. Und es müsste aber trotzdem von der Zeit her reichen. Und noch eine Bombe, jawohl. Alles klar, alles schön ausgelöst außen. In der Mitte war keine, glücklicherweise. Deswegen konnten meine Truppen da eigentlich ganz gut durchgehen. Und da haben wir die 3 Sterne gepackt. Alles klar, Toto. Oh, 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 Mann. Naja, egal. Ich habe diese, und jetzt kann man die natürlich immer noch claimen. Da steht immer noch Toto, du Honk. Ja, Toto, du Honk, hast du mal ganz gut gemacht. Ich hoffe, die Folge hat euch hier mit dem Rathaus 10 gefallen. Kurz und knapp, ich verbleibe euer Toto. Wäscht.